Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von diesem wunderbaren Set. Ja, das Video heute ist wahrlich etwas Besonderes, etwas Special-mäßiges. Das ist nämlich das 100-Abonnenten-Special und dafür habe ich mir vorgenommen, packen wir etwas richtig Altes aus. Ja, dieses Set hier, was ihr vor euch seht, dieses Final Duel, die erste Version von zwei, also es gibt quasi zwei von diesen Final Duel Sets, die könnt ihr da unten sehen. Einmal das linke Set und einmal das rechte. Wir packen das rechte aus und es ist ungelogen, das älteste Set, was ich hier bei mir original verpackt auf diesem Kanal bisher aufgebaut habe oder aufbauen werde, schrägstrich unboxen werde, weil ihr sehen könnt, das hier ist original verpackt. Ja, wir werden in diesem Video also sogar diese Packung öffnen. Es tut jetzt schon weh, aber Lego wäre ja kein richtiges Lego, wenn ich es jetzt nicht auspacken würde und wenigstens dann aufbauen würde. So, wisst ihr, so Lego ist dafür da, um es aufzubauen. Also wird es so oder so irgendwann geöffnet, ne? Dann hole ich mir das einfach später nochmal original verpackt, dann habe ich das original verpackt und aufgebaut. Ja, und sicher haben wir hier eine recht kleine Box, Standard für diese damalige Zeit. Hier hinten auf der Rückseite könnt ihr das ganze Modell einmal sehen und ein paar Filmszenen. Hier nochmal die Ränder der Packung, ja, recht standardmäßig. Ihr habt die nochmal dann alle drei in diesem Set enthaltenen Figuren aufgelistet. Und was ich richtig cool finde für die damaligen Packungen ist diese, der Planet, der hier so angedeutet wird. So hier die Galaxie und dann hier der Planet, der so langsam zum Vorschein kommt mit dem Set, was dann revealed wird. Richtig schön gemacht. So, kommen wir jetzt zu dem Part, auf welchen ihr alle gewartet habt, wie immer, und zwar das Unboxing. Also es ist wirklich für mich auch selber eine richtig neue Erfahrung, so ein unverschämt altes Set jetzt hier aufzumachen und es tut weh. Wo haben wir das Siegel? Wo haben wir das Siegel? Da, keine Sorge, ich werde das Siegel jetzt nicht eindrücken, sondern ich werde jetzt diesen Teiletrenner verwenden als so eine Art Messer hier. Genau. Okay, wir sind schon mal unten drin. Oh mein Gott, also der Kleber. Okay, der ist wirklich sehr, sehr lose. Also man merkt, dass die Zeit das Set mitgenommen hat. Okay. Oh, Leute, wir haben... Wir haben es offen. Ah, das tut weh. Es tut so unfassbar weh. Es tut weh. Es tut mir leid. Es tut mir leid an alle, die... Ach. Oh, okay. Das Schlimmste ist überstanden. Und wir gucken jetzt rein. Oh, wow. Also, es ist ungewohnt, sag ich mal so. Und vor allem, ey, das hier ist etwas Einmaliges. So, das gibt's auf YouTube nicht so oft. Okay, als allererstes haben wir hier die Anleitung. Alter, okay, die hat echt wirklich dieses... Also, diese älteren Boxen, die haben so ein ganz anderes Material. Die fühlen sich ganz anders an. Und vor allem auch diese Anleitung, die fühlt sich so anders an. Also, im positiven Sinne. Und, hä? Lol, ist das überhaupt die Anleitung? Oh, ich will vorsichtig sein, weil die fühlt sich wirklich irgendwie richtig, richtig marode auch an. Okay, boah, das ist wie eine Reise zurück in die Zeit. Lego Alpha Team... Studios, Tracers, Bionicle, okay, Mars, okay. Was haben wir denn hier? Oh, Leute, Harry Potter, die ganz alten Sets, leck mir am Arsch. Gibt's ja nicht. Und natürlich unsere Lieblingsthemenreihe Star Wars, mit hier dem Set hier, diese Ewok Attack, genau, und dann noch den AT-ST. Schön. Boah, das mal zu sehen... Das ist wirklich, also ich lüge euch nicht, Alter, das macht gerade, das ist so gerade so, so unfassbar geil, geil. 2002 www.lego.com. Boah, also es ist keine Anleitung, es ist einfach nur so ein Bogen mit Sets, die es damals anscheinend gab. Oder mit den Wellen, die es damals gab. Okay, ich habe das gerade eindeutig irgendwie falsch zusammengelegt. Packen wir es mal beiseite. Was haben wir denn doch so Schönes drin? Wir machen die Klappe wieder auf und, okay, wir haben hier ein... Tütchen mit wahrscheinlich den meisten Bauteilen und okay, die Köpfe der Minifiguren, die sind tatsächlich auf den Torso schon raufgesteckt. Das ist interessant. Ich habe mal gehört, das ist so bei den älteren Lego-Sets, aber selber mal zu sehen. Oh, und vor allem, die sind in so einem guten Zustand, Leute. Die sind in so einem verdammt geilen Zustand. Das ist, also, das hätte ich mir nicht träumen lassen können. Falls ihr euch fragt, wie viel ich für das Set bezahlt habe, ich glaube, es sind... Oh, lass mich lügen. Ich habe wirklich den Preis vergessen. Irgendwas zwischen 100 und 200. Okay, was haben wir hier noch? Die Baseplate. Also die Dark Blue Baseplate. Oh, man sieht richtig schön den Dreck, den ich unter den Fingernägeln jetzt hier mir angesammelt habe. Richtig geil. Okay. Dieser Rundbogen, den wir auch gesehen haben. Ohne Kratzer. So wie ich das sehen kann. Schön. Und
Was ist das denn? Join the Lego Club. Boah, was haben wir denn da? Schaut euch das mal an, da die Slave One. Kann es irgendwie nicht öffnen. Oder ist das irgendwo noch mit einem Siegel verbunden? Es sieht nach irgendeiner Art Brief aus, den du zurücksenden kannst. Ich glaube, das ist so eine Art, da kannst du dich dann für dieses Lego Club Magazin eintragen. Sowas müsste das sein. Dann eben nur als Briefformat. Okay, interessant, wie viel Stuff da tatsächlich damals drin war. Und natürlich die Anleitung. Mega, mega geil. Okay, die ist größer, als ich erwartet habe. Oh boy, Junge. Sehr guter Zustand. Unfassbar geil. Natürlich, die Knicke sind ein bisschen blöd, aber die kriegst du ohne Knicke halt nicht. Fühlt sich wieder sehr, sehr rustikal an. Okay, wir beginnen direkt mit den Minifiguren. Keine Eiweiß. Was ist denn? Also, was ist denn mit diesem Helm los? Okay. Ich hoffe, das ist jetzt... Ist es ein Druckfehler oder nicht? Also, was ist das denn? Okay. Sehr, sehr weird auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Oh, schaut euch das mal an. Eine lange, breite Set-Auflistung. Ist das herrlich. Ist das schön, das zu sehen. Wow. Ach, hier, guck mal. Diese Jedi-Defense-Sets. Da gab es ja auch so ein Teil 1 und Teil 2 davon. Wow. Impressive. The most impressive. Und hier haben wir das Set schon fertig aufgebaut. Cool. Also man merkt, das ist alles in einem exzellenten Zustand und ich freue mich mega darauf, das aufzubauen. Und dieses Speedbuilding erfolgt jetzt. Da sind wir auch schon fertig mit dem Speedbuild. Allzu lang hat es ja nicht gedauert. Ich hatte wirklich in der Anleitung gerade nur 7 Bauschritte. 7 Bauschritte für alles. Gut, es sind auch kaum Teile, um ehrlich zu sein. Ne? Das hier besteht aus, ich zähle mal kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teilen. Weil es soll ja so ein Teil der Endor-Station darstellen. Aber um ehrlich zu sein, diese Sets beziehen sich ja nicht wirklich auf das Build, sondern auf die Figuren. Wir haben übrigens ein einziges Ersatzteil dabei und zwar ist es dieser Trans-Neon-Orange 1x1-Stud in Rund. Und beim Stichwort Figuren fangen wir mit den Figuren an. Dort haben wir hier als allererstes einen sehr, sehr sweet geprinteten Sturmtruppler. Der hat hier dieses Mikrofon-Blaster-Gewehr mit dem Trans-Neon-Stud. Dann hier der Helm, der ist irgendwie in der Printmaschine ein bisschen fehlgelaufen. Unter dem Helm haben wir nur einen gelben Kopf, jetzt fokussiert auch die Kamera nicht mehr. Jetzt fokussiert sie wieder. Ich meine, das Set kam mit 2 Versionen des Sturmtrupplers raus und ich habe hier die ältere von beiden. Dann hier für euch nochmal die Rückenbedruckung. Sehr, sehr basic gehalten. Ja, ist halt ein Sturmtruppler für die damalige Zeit. Man kann mit einem Sturmtruppler eigentlich nicht viel falsch machen, ne? In einem Set immer gern gesehener Gast. Dann als zweites hier diesen imperialen Offizier. Sehr, sehr dünne Linien auf dem Torso. Generell der Offizier ist in diesem alten Dark Grey gehalten. Auf dem Rücken haben wir gar keine Bedruckung und ja, der lächelt uns einfach nur fröhlich in die Kamera. Das ist halt dieser, ja, der Offizier, der Vader dann das Lichtschwert übergeben hat in der Filmszene. Ich kann euch ja gerne nochmal einen kurzen Ausschnitt einblenden. Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Und das war es auch schon. Und dann natürlich als dritte Minifigur Luke Skywalker, er darf in diesem Set nicht fehlen, mit einem Chrom-Lichtschwertgriff und einer trans-neon-grünen Lichtschwertklinge. An sich von der Torsobedruckung sehr, sehr simpel. Okay, der ist gar nicht richtig zusammengedrückt, merke ich gerade. Eine sehr, sehr simple Jedi-Robenbedruckung. Seine linke Hand ist auch diese Roboterhand, also die mechanische. Sehr schön, dass sie selbst damals an dieses Detail gedacht haben. Eine standardmäßige, sehr, sehr standardmäßige, simple gehaltene Gesichtsbedruckung für die damaligen Verhältnisse bestimmt
überdurchschnittlich, aber heutzutage kann man sich das gar nicht mehr denken. Auf den Brücken haben wir gar nichts. Ja, normalerweise würde ich ja jetzt zu dem Set kommen und die ganzen Spielfeatures euch zeigen, aber also ich denke, alle Spielfeatures sind schon mit einem Bild hier abgeklärt, ne? Natürlich können wir jetzt so ein bisschen die Filmszene nachstellen, indem wir hier Luke hinstellen, dann den Offizier und hinten dann noch zur Bewachung den Sturmtruppler. So, zack. Und das war's. Und alles in allem, wenn ich dieses Set ranken müsste, also auch mit Punkten, dann würde ich dem aus der heutigen Sicht so eine 8,5 von 10 geben. Da spielt wirklich sehr, sehr viel Nostalgie mit hinein. Der Preis ist so dermaßen in die Höhe geschossen für dieses kleine Set. Aber das hier ist wirklich etwas, was man Oldschool Lego Star Wars nennen kann. Und wenn ihr dann das Set aufgebaut habt, könnt ihr es prima neben eurem Todesstern zum Beispiel hinstellen. Hätte ich jetzt das andere Final Duel, würde ich es daneben stellen. Habe ich nun mal leider nicht. Vielleicht irgendwann später in der Zukunft. So, Freunde. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Es ist ein angemessenes Special gewesen, hoffentlich, für euch. Ich meine, ich habe mir wirklich was jetzt mal in den Kopf gesetzt und habe gesagt, okay, scheiß drauf, für die 100 Abonnenten als Special öffne ich dieses Set einmal mit euch, für euch und mach mal eine ganze 360-Grad-Umdrehung darum herum. Für mich persönlich war gerade dieses ganze Unboxing-Feeling und das ganze Aufbaugefühl, das war schon richtig geil gewesen. Einfach weil, ach, du kannst so etwas nicht vergleichen mit einem heutigen Set im Bereich Unboxing, Aufbau oder einfach dieses ganze Gefühl drumherum. Das ist einzigartig. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Das müsst ihr mal zugeben. Dieses Video hat ein Like verdient. Mich würde auch gerne eure Meinung zu dem Set natürlich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr schon mal so ein altes Set aufgemacht, aufgebaut und einfach auch dieses Gefühl gehabt? Wenn ja, immer in die Kommis damit. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.